Wir reagieren jetzt auf Sascha. Jung, Fame und Pleite, wenn die Reichweite nicht mehr ausreicht. Ja, ich gucke es mir an, weil ich im Thumbnail drin bin. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich dort auch zu sehen bin. Und mich betrifft das Thema ja auch irgendwie so ein bisschen, würde ich sagen. Und deswegen reagieren wir jetzt darauf. Also, 3, 2, 1. Hey People! Es ist Sonntag 18 Uhr mit eurem Girl Sascha! Und einige von euch werden es mitbekommen haben. Dieser YouTuber ist pleite. Nee, dieser. Hey, ihr seid solche Loser. Mensch, ich meine Tanzverbot. Regie, was ist denn hier los? Rafft euch mal. Alter, chill mal, Junge. Ey, 6 Euro die Stunde, was für raff mal. Das Video ist in meinen Empfehlungen erschienen und ich dachte mir, ne, nicht schon wieder. Oh Mann. Ihr bei Funk habt auch leicht reden. Doch interessanterweise war es ehrlich und zur Abwechslung war es auch nicht die Schuld der anderen. Tanzverbot spricht hier von Geld, das er unnötigerweise ausgegeben hat. Hab sehr viel Geld ausgegeben, aber hab zur anderen Seite kein Geld mehr oder verhältnismäßig wenig Geld eingenommen. Dass er eine Kaufsucht entwickelt hat. So eine kleine Kaufsucht entwickelt. Was heißt so eine kleine Kaufsucht? Das ist eine extreme Kaufsucht geworden. Und dass er in Kreisen mitspielen wollte, die er sich eigentlich nicht hätte leisten können, aber er konnte damit auch nicht aufhören. Für mich hat sich dann irgendwann so eine Illusion aufgebaut, als wenn ich irgendwie auch reich bin. Und glaubt mir, wenn ihr irgendwann mal unter wohlhabenden Leuten unterwegs, seid, ihr merkt es relativ schnell, also ihr merkt es relativ schnell nicht mehr, dass ihr eigentlich nicht so wohlhabend seid, wie diese Leute in euren Umkreis. Das ist halt so. So ist es wirklich so. So irgendwann lebst du dann einfach so in diesem Fluss mit und machst dir dann keine Gedanken, weil alles ist schön, da ist schön essen, da Urlaub, da das. Und dann irgendwann bam, auf einmal das Video. Dazugehöre und dann das, ey, kommst du hier mit, ah ja, da, 1000 Euro, die nach das. Trotz der Ehrlichkeit sind die Meinungen gespalten. Hab ich euch das mal erzählt, dass ich ein YouTube-Video, aufgenommen von dieser Präsidenten-Suite aus Wien, wo ich für ein Wochenende 3000 Euro bezahlt habe, 250 Quadratmeter. Ich habe das nie hochgeladen, weil ich mich so dafür geschämt habe letztendlich, dass ich es nie hochgeladen habe, das Video. Soll ich das mal nachträglich hochladen, das Video? Leute, das hat mich ja auch kaputt gemacht. Ich erzähle euch das jetzt hier, aber es war dämlich, weil ich den halben Tag, Junge, ich gehe doch nicht in eine Stadt, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und hole mir dann ein Hotelzimmer, was mich eigentlich eher dazu bringt, die ganze Zeit im Hotelzimmer zu bleiben, als da. Der größte Teil ist zwar überwiegend positiv und viele... Okay, ihr könnt es niemals sehen. Ist egal. Wir machen jetzt weiter. Es tut mir leid. Das Video existiert nicht mehr. Sprechen ihm Mut zu und sagen, hey, das ist cool, dass du damit an die Öffentlichkeit gehst. Jedoch finden sich einige Kommentare, die von einem Mitleid sprechen, das sich in Grenzen hält oder auch auf die eigene Dummheit verweisen. Aber warum sind die... Was ich auch nachvollziehen kann, natürlich. Digga, wenn man extrem viel Geld verdient und damit nicht gut umgeht, das nirgendwo anlegt und das einfach ausgibt für irgendwelche dämlichen Designerklamotten, natürlich, das ist absolut dämlich. Das muss auch niemandem leid tun. Meinungen bei diesem Thema doch recht unterschiedlich, obwohl er selbst zugibt, dass es seine Schuld ist. Warum ist das Ganze kein YouTuber-Problem, sondern auch allgemein verbreitet? Und warum können Menschen so schlecht mit ihrem Geld umgehen, egal ob über Nacht berühmt oder auch Geringverdiener? Der Typ, der Lotto King Achim, der hat erst letztens 5 Subs bei mir rausgehauen. Grüße geht raus an Lotto King Achim, Alter. Bester Mann. Egal ob über Nacht berühmt oder auch Geringverdiener. Weil ich im Monat 500 Euro verdiene. Das alles. Das war so, oh Mann, absoluter L-Take. Heute läuft eurem Girl Sascha und mit ihrem Finanzgremium da hinten. Bereits Klängern hat diese Thematik in einem seiner Videos aufgegriffen. Das verlinke ich euch in der Infobox, weil ich das persönlich echt gut fand. Aber ich würde gerne noch ein paar Dinge hinzufügen und das vor allem allgemeiner halten und auf eine andere Sache übertragen. Aber fangen wir doch erstmal von vorne an, und zwar mit Tanzverbot. Er hat hohe Steuerschulden gegenüber dem Finanzamt und begründet das nicht mit den hohen Steuern. Also noch nicht offiziell, weil ich habe das, was ich vom Finanzamt bekommen habe, was ich vom Steuerberater bekommen habe, was ich eigentlich unterschreiben soll, es liegt neben mir. Ich bin viel zu spät, aber noch ist es nicht eingereicht. Steuern, die fällig waren, sondern mit dem Luxusleben und dass er ein Leben... Also die Jahresabrechnung. Die Jahresabrechnung, die muss ja immer noch unterzeichnet werden. So, weil ich ja trotzdem dafür hafte. So, und dann... Also es ist fertig, ich weiß, dass es so ist, aber es ist noch nicht abgegeben. Ja, es liegt seit 2 Wochen neben mir. Achtung, Verzinsung. Was? Eben. Ey, die Post kam nicht an, Mann. Über seine Verhältnisse geführt hat. Ein Phänomen, das einige der größten YouTuber betrifft und mittlerweile ein fester Bestandteil der Szene ist. So wie Sonntag 18 Uhr. ApoRed, der es irgendwie nie richtig zugegeben hat, aber es doch hinreichenden Verdacht gab. Ja, das ist...
Ja. Ja, doch. Dass es eben so ist. KS-Freak, der sein Video mittlerweile dazu gelöscht hat, ist aber... Lol, warum? ...noch vereinzelt Reaktionen dazu gab. Der Freund von KS-Freak. Das ist nicht Freundschaft. Wenn man schon pleite geht, dann zusammen. KuchenTV, der vor etlichen Jahren ebenfalls Steuerschulden hatte. Und die Meinungen fallen dazu immer unterschiedlich aus. Es gibt eine Seite... Und heute Baba Haus, Baba Auto... Läuft bei ihm. Vermutlich die... Sein Haus ist... Also KuchenTVs Haus ist echt schön, das muss man sagen. Das ist ein tolles Haus. Harte Zuschauerschaft, die sagt, hey, das ist so ehrlich von dir, das ist so nobel, dass du dich ja hinsetzt und uns erzählst, dass du Schulden hast. Also man muss dazu sagen, dass die meisten jetzt nicht so agieren wie Tanzverbot und sagen, hey, das ist meine Schuld. Nicht, dass hier jemand anschreibt, ey, du bist schuld. Nein, ich bin schuld. Die sagen dann, wer war das? Wer hat mein ganzes Geld ausgegeben? Ich? Lüge. Auf jeden Fall gibt es die eine Seite, die einem Verständnis gegenüberbringen und dann gibt es die andere Seite, die sagen, hey, null Verständnis dafür, wie man nicht mit seinem Geld umgehen kann. Und warum sich das Mitleid von vielen in Grenzen hält, liegt eben auf der Hand. Es ist eben der Lifestyle von vielen YouTubern beziehungsweise das, was sie öffentlich ausleben. Eine dicke Karre, eine große Wohnung mit Luxus. Die Wohnung war damals geil. Ich kann mich noch daran erinnern. Also ich habe ihn nie aktiv verfolgt, aber die Wohnung war krass. Die sah richtig krass aus. Gütern, hier vielleicht noch eine Chanel-Tasche. Es ist eben der verschwenderische Lifestyle, der öffentlich präsentiert wird. Ich habe auf jeden Fall schon viele Millionen ausgegeben, ja. Beim Thema Geld und Influencer sind sowieso super viele gespalten. Der Beruf Influencer ist mit der am wenigsten angesehenste Beruf überhaupt. Deswegen ist es unvermeidlich, wenn sich viele Außenstehende, als auch sogar interne Leute die Frage stellen, wie können diese dämlichen YouTuber es nicht hinkriegen, mit ihren Millionen vernünftig umzugehen? Liegt es vielleicht... Das ist aber nur in Deutschland so. Das kann man so leicht begründen. In Amerika würde das nicht so aussehen. Wie kann ein Beruf, mit dem man mit so viel, also das hört sich jetzt böse an, aber wie kann ein Beruf, mit dem man so viel Geld verdienen kann, so unangesehen sein? Ja, weil viele Leute das nicht gönnen. So, weil so, das ist ja ganz einfach die Tatsache. So, das ist ja kein, das ist ja, an sich ist es ja kein Müllding. So, das wird in dieser Influencer-Sparte wird so irrational viel Geld gezahlt für Werbung. Das ist wirklich, das ist dreist, wenn man das überlegt, was für ein Aufwand dahinter steckt. Natürlich muss man sagen, man muss sich natürlich erstmal im Normalfall jahrelang mit Risiko etwas aufbauen. Entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht, weißt du? Das vergessen die Leute denn immer so. Die denken immer, man ploppt, man hat 2000 Zuschauer und kriegt Geld für Werbung. Nein, so ist es nicht. Guck mich mal an, Alter, was ich für einen Anfang hatte. Stell mal vor, ich wäre abgekackt. Wo wäre ich denn heute? Dann war ich so an diesem Punkt, wo die Leute mich erkannt haben auf der Straße und dann kacke ich ab und alle sehen mich nur da. Gott sei Dank habe ich ja die Kurve so bekommen, dass ich jetzt wenigstens halbwegs normal im Internet dastehe. Weißt du, was ich meine? Millionär wärst du, um Gottes Willen, gar nicht. Ich wäre richtig abgestürzt ohne Internet. An den komplizierten Steuern, denn viele von diesen Personen sagen, hey, ich habe eben hohe Steuerschulden, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Also gut, die meisten wissen dann im Nachhinein, wie es passieren konnte, aber warum ist das denn überhaupt kompliziert für viele Personen? Einmal im Quartal Steuer vorauszahlen muss, keine Ahnung. Ich bin kein Steuerfachprofi. Deswegen ist es auch wichtig, sich mit seinen Steuern auseinanderzusetzen. Und das klingt jetzt so, als ob es ein Placement ist, ne? Aber auf gar keinen Fall. Kein Finanzguru drin, kein Anyfe drin, gar nichts drin. Leider! Aber egal, machen wir einen kurzen Ausflug. Und zwar gibt es... Aber sie ist doch bei Funk, oder? Doch nicht? Hä? Nein? Lol. Okay. Es gibt eben verschiedene Steuern, die man als Unternehmer zahlen muss. Man muss hierbei natürlich unterscheiden, welche Art man von Unternehmer ist. Bei YouTubern ist es meistens... Man muss halt dazu sagen, ich habe seit acht Jahren verdiene ich Geld mit dem Internet und ich hatte nie Steuerprobleme gehabt. Natürlich am Anfang musste ich ganz viel aufarbeiten, weil ich am Anfang ein bisschen was versäumt habe. Das wurde aber alles nachgereicht und bearbeitet. Aber ansonsten hatte ich ja nie Probleme. Und auch jetzt habe ich ja keine Probleme mit dem, was ich an Informationen bereitgestellt habe. Das ist ja alles easy, so weißt du. Es ist ja alles bearbeitet. Also ich habe ja an sich habe ich ja guten Steuerberater und das ist ja alles aufgearbeitet. Ich habe einfach nur kein Geld. Also ja, ist schon dumm, aber an sich hatte ich ja nie Probleme mit dem Finanzamt. So, dass man ein Gewerbe hat, ab einem bestimmten Verdienst musst du ein Gewerbe anmelden. Dann zahlst du eine Einkommensteuer, du zahlst eine Gewerbesteuer und du zahlst eine Umsatzsteuer. Es gibt auch noch weitere Ausgaben, die man machen muss. Beispielsweise muss man sich um seine eigene Krankenversicherung kümmern, man muss sich um seine Rentenversicherung kümmern. Also all die Dinge. Oder man kümmert sich nicht. Die bei Arbeitnehmern von dem Bruttogehalt automatisch abgezogen werden und dann als Nettogehalt auf eurem Konto landet. Oftmals zahlen selbst
Selbstständige in bestimmten Abschnitten Vorauszahlungen, sowohl bei der Umsatzsteuer als auch bei der Einkommensteuer, damit am Ende des Jahres nicht ein Batzen Geld auf einen zukommt. Ich weiß, dass in der Schweiz das Ganze ein bisschen anders funktioniert, und zwar, dass dort die Arbeitnehmer ebenfalls selbstständig für ihre Steuern verantwortlich sind und einmal im Jahr Steuern zahlen. In Deutschland kümmert sich aber der Arbeitgeber darum oder eben im selbstständigen Fall du selbst. Am Ende des Jahres wird dann eben eine Bilanz gezogen. Deine Einnahmen werden mit deinen Ausgaben verrechnet. Also die Dinge, die beispielsweise Selbstständige absetzen, wie eine Kamera, ein Mikro, ein Laptop. Hierbei gibt es bestimmte Richtlinien, an die man sich halten muss, etc. etc. Ja, das ist auch das, was viele denken, so, ey, ich kann etwas absetzen und kannst so, das ist auch nicht so, das geht ja immer prozentual. So, weißt du, was ich meine? So, das hängt ja auch immer damit ab, wie viel von diesem Produkt prozentual gesehen nutze ich davon bei der Arbeit und privat, so, weißt du, deswegen muss man das auch immer aufwiegen. So, absetzen heißt nicht immer, ich kann das 100% gegenrechnen. Gibt's auch Fälle, glaube ich? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auch beim Auto zum Beispiel ist auch nicht 100%. Aber guck mal, wenn ich mir jetzt ein Auto lease für 1.500 Euro, so, dann ist der Faktor, der bei mir selbst noch, den ich selbst privat tragen muss, halt klein, 400-500 Euro. So, weißt du, so in dem Dreh. Also ich bin jetzt auch kein Steuerfachprofi. Ich weiß, ich dachte am Anfang auch immer, absetzen bedeutet 100% gegenrechnen Steuer. Aber ist das nicht so? Nicht immer. Oder oft nicht. Oder meistens nicht. Es gibt wenige Sachen, so Geschäftsreise oder sowas. Ich glaube, sowas kann man, es ist ja 100% geschäftlich, weißt du, was ich meine? Ach, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe keinen Plan von Steuern. Das machen die. Ich reiche alles ein. Das ist das Einzige, was ich gut mache. Und das ist auch das, was mich, was dafür gesorgt hat. Ich habe wirklich unglaublich hohe Ausgaben gehabt, 2021, die ich eingereicht habe. Und das hat mir auch noch zum Teil den Arsch gerettet. Also wirklich. Wenn die nicht gewesen wären und das auch noch raufkommen würde als Steuerlast. Wirklich vorbei. Wir sind ja hier kein Steuerkanal, das ist aber so, ja, so ein kleiner Ausschnitt davon, wie es funktioniert. Auch Tanzverbot spricht in seinem Video, dass er eben bestimmte Vorauszahlungen geleistet hat und dachte, dass es ausreicht. Und manchmal kommt eben alles so ein bisschen unglücklich zusammen und man muss Steuern nachzahlen für das Jahr 2022 und man muss gleichzeitig Vorauszahlungen leisten und dann kann es eben einem das Genick... Das ist es halt bei mir. So, 2021 fertig. Geld zahlen. Ich bin aber jetzt auch verpflichtet, für 22 vorauszuzahlen. Aber so viel auch, ich raff das auch nicht. Also, ich habe eine Quartalsvorauszahlung und jetzt soll ich auf einmal so ein Überbatzen gleich vorauszahlen. Also so über dem, was ich normalerweise im Quartal vorauszahle. Zumal ich eigentlich auch der Meinung bin, dass ich 22 schon vorausgezahlt habe. Das ergibt alles keinen Sinn, dieser ganze Müll. Wo geht dieses ganze Geld hin? Ey, nicht, dass die da einen Fehler gemacht haben, Alter. Und irgendwie, keine Ahnung, 50.000 irgendwo im Sande verlaufen sind oder so. Keine Ahnung. What the f***? Brechen. Wenn man aber den Überblick hat, dann hat man die Möglichkeit, mit dem Finanzamt zu reden und zu sagen, hey, das ist... Nein. Die Steuerabgabe für 2022 ist, also die Abgabefrist ist 2024. Und ich muss jetzt für 22 vorauszahlen. Guck mal, 21 ist ja jetzt erst beendet. So, die Buchhaltung für 21, die habe ich jetzt vor einer Woche, anderthalb Wochen als Brief mit ganz vielen Daten bekommen. Da muss ich jetzt überall unterschreiben. Dann muss ich das an meinen Steuerberater zurückschicken und der übermittelt dann diese Daten dem Finanzamt. Gewinnermittlung, bla bla bla. Ja, und dann bin ich offiziell verschuldet. Das ist alles ein bisschen doof. Ich komme mit den Vorauszahlungen nicht hin. Ich kann das gerade alles nicht so richtig bewerkstelligen. Können wir da nicht vielleicht irgendwas... Nein, ich denke einfach nur hinhalten. Keine Ahnung. Das machen, wenn man sich frühzeitig darum kümmert und mit dem Finanzamt eben nett spricht. Ich finde das halt sehr interessant. Das Problem ist, dass ich 2021 halt unglaublich viel Geld verdient habe. So, wie ich gar nicht verstehe. Also ich weiß gar nicht, was waren 2021. Ich verstehe es nicht. Ich habe unglaublich viel Geld 2021 verdient, was keinen Sinn ergibt. Der Steuerberater nett spricht mit dem Finanzamt. Ohne viel Wallahi oder ich schwöre auf das. Dann besteht meistens die Möglichkeit, dass man das Ganze abschottern kann. Das heißt, habt ihr euch ein... Das war Corona, das kann sein. Das war eh die Hochzeit für alle Streamer. Das kann sein, ja. Überblick gemacht, seid ihr vielleicht gerade nicht zahlungsfähig, dann habt ihr die Möglichkeit, mit dem Finanzamt zu reden und zu sagen, bitte, bitte, ich schwöre, ich schaff das. 1, 2, 3 Gewinnspiele, ich bin wieder drin. Ehrlich, jetzt ist das vor... Ist das echt? Ich schwöre, ich schaff das. 1, 2, 3... Ach so, nee, sie hat sich rein editiert. Okay, ich dachte schon, alter Schwede. Ey, ich hasse diese Gewinnspiele. Ich hasse diese Gewinnspiele und diese Leute, die dahinter stehen. Und dann sollst du irgendwie 12 Shisha-Cafés folgen und so. Oh, ey, ich finde diese Gewinnspiele so ätzend. Mann, ey. 3 Gewinnspiele,
Ich bin wieder drin, ehrlich. Jetzt ist das vor allem bei Unternehmern, bei Selbstständigen so, dass man nicht weiß, wie die nächsten Jahre laufen. Deswegen entsteht auch bei manchen die Situation, dass man über seine Verhältnisse lebt, weil man nicht einschätzen kann, was kommt. So läuft das denn auch eine ganze Zeit über, bis man dann irgendwann mal realisiert, hey, ich bin nicht einer von diesen extrem reichen Leuten, die einfach bis zum Lebensende so weitermachen können. Du kannst nicht einschätzen, ob das für immer anhält. Denn es gibt nun mal bestimmte YouTube-Phänomene, die einigen YouTubern das Genick brechen können und von denen sich nur sehr wenige... Das vergessen Leute halt immer in dieser Situation. Du hast halt permanent diesen Druck. So, ich habe den jetzt nicht so, ihr seht ja, ich komme ja dann irgendwie, jetzt bin ich natürlich motivierter, mehr online zu kommen, aber wenn ich keinen Bock hätte, dann würdet ihr mir das auch anmerken. Deswegen nervt mich doch einfach nicht, ihr ganzen... So, das ist halt so, das kann halt nächste Woche vorbei sein. So, es kann irgendwas passieren. So, weißt du, und nächste Woche, weißt du, was ich meine? Es ist jetzt unwahrscheinlich, aber sowas hält nicht ewig. Irgendwann ist vorbei. Das ist nicht jeder Gronkh, der das 15 Jahre machen kann und den die Leute immer noch lieben. So, guck mal, wie viele Leute heute nicht mehr da sind, obwohl die überkrassen Leute waren. Weißt du, was ich meine? So, deswegen, das kann so schnell vorbei sein. Gut, in meiner jetzigen Situation war das echt scheiße, weil man halt kein Polster, so, man hat ja gar kein Geld für den Übergang. Erholen. Beispielsweise, wenn du deine Zuschauerschaft verarbeitest. Mein Outing war fake, ah ja. Bin euch etwas schuldig, und zwar dieses Video. Ich muss dieses Video machen. Ich weiß, viele sind verwirrt. Einige werden jetzt sagen, boah, ich hatte... Auch richtig scheiße gewesen. Echt. Also, ja, keine Ahnung, Digga. Ich bin schwul, Social-Media-Experiment. Kann man sich halt auch einfach schenken, oder? Wenn du vielleicht einen Skandal hast, wenn du vielleicht eine Krise hast oder du inaktiv bist. All das generiert kein... Geld und nur die wenigsten YouTuber können sich davon erholen. Vielleicht versuchen es einige, beispielsweise Miguel Pablo oder so. Der war ja auch mega erfolgreich. Dann hat er irgendwie super viel Geld ausgegeben, hat dann eine bekommen, hat dann immer wieder versucht zurückzukommen. Und wenn man hier oben ist, dann denken super viele Leute, dass der Hype für immer anhält. Bist du schon mal eingeschlafen und dann aufgewacht mit Hype? Aber das ist eben... Das ist es so. Gigant ist auf einem ganz anderen Level. Die redet nicht von Gigant. Gigant ist einer, der kann nach einem Jahr online kommen, hat wieder 5, 6, 7, 8.000 Zuschauer. Der kommt immer wieder, der kann machen, was er will. Die Leute sind auf seiner Seite. Aber es gibt halt auch viele Leute, das ist halt das Geile, so, ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß, was das bedeutet, auf einem Video 20.000 Aufrufe zu bekommen. Keiner juckt sich für dich. Ich weiß, wie es ist, wenn gefühlt ganz Deutschland über dich spricht, weil irgendwas passiert. So, das ist das Geile, wenn man irgendwann... Wenn man so alles hat und man dann damit irgendwie so arbeiten kann und man nichts mehr als selbstverständlich sieht. Es kann morgen vorbei sein. Es kann morgen vorbei sein. Jetzt läuft's vielleicht, morgen nicht mehr, übermorgen nicht mehr, vorbei. Pff. So, deswegen, man darf dieses Internetding nie als selbstverständlich sehen. Es gibt hunderttausende andere Leute, die im Internet erfolgreich sein wollen, die sich alle Mühe geben, die alle versuchen, irgendwie was zu reißen in diesem Internet. Und diese Konkurrenz ist so riesig. Und ich sag dir das, ich mach meinen Livestream aus und ich werde ersetzt. Monte macht seinen Livestream aus, man denkt zwar an ihn, aber er wird ersetzt durch irgendwen anderen, den man sich anguckt. Das ist egal wer, es wird bei jedem passieren. Natürlich, der eine hat ein bisschen mehr Dings, so wenn Monte jetzt 6 Monate weg ist und wiederkommt, der ist immer noch am Start. Weißt du, was ich meine? So, bei dem ist das kein Problem, weil der einfach schon so lange am Start ist und die Leute mit ihm aufgewachsen sind. Aber du, in der Zeit fängt man dann nicht mehr an, das zu vermissen, weil du guckst dir andere Sachen an. Ich kenne das doch. Wenn mein Lieblingsstreamer auf einmal weg ist, gucke ich mir jemand anderen an und dann vergisst man auf einmal schon, was da ist. So, das ist halt einfach so. Du bist halt einer von, guck mal, wie viele Leute leben von Social Media in Deutschland? Guck mal, in Deutschland haben über 5.000 Kanäle mehr als 100.000 Abonnenten. Gut, Abonnenten sind kein Maßstab. Abonnenten sind kein Maßstab, wie man davon leben kann. Aber es gibt alleine in Deutschland über 5.000 Kanäle, die... 1 Million ist eigentlich noch interessanter, weil 1 Million ist sehr wahrscheinlich, dass man denn davon leben kann. 400 YouTube-Kanäle in Deutschland haben 1 Million Follower. Oh, alter Schwede, das ist echt viel. 400? Digga, ich kann 10 aufzählen. Was für 400? Ich bin einer von 400 in Deutschland? Das ergibt da auch wieder keinen Sinn. Das ist, ach, keine Ahnung, ist ja auch egal. Jedenfalls, ja... Ich will damit einfach nur sagen, die Konkurrenz ist riesig und es gibt unglaublich viele Leute. So, und man ist halt irgendwie, die Leute mögen einen in der Situation, aber jeder ist ersetzbar. Und deswegen darf man diesen Müll niemals als selbstverständlich sehen.
Und ich bin auch der Meinung, dass sich das halt immer rächt. Leute, die arrogant sind, die abgehoben sind, sowas funktioniert eh nicht mehr, so wie damals mit Upper Red und KS-Freak und so, wie die alle rumgelaufen sind, wie die krassesten Superstars. Das geht heute so nicht mehr. So, das funktioniert noch bei einigen wenigen, aber wenn du abgehoben bist, du kackst ab. Ist einfach so. So, weil die Leute das heute nicht mehr so feiern wie damals. Weißt du, was ich meine? Naja, ist egal. Das Gefährliche an YouTube, es geht so, so, so. Und manchmal geht es auch einfach nur so. Und wenn es dann so abwärts geht, dann kommt man eben super schwer wieder raus. Auch muss man natürlich nachvollziehen können, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass man über seine Verhältnisse lebt. Beispielsweise, wie sind denn die Personen aufgewachsen? Jemand, der wenig Geld hat und vielleicht aus einem schwachen sozialen Umfeld kommt und auch nicht gut über Geld aufgeklärt wurde, wie man es anlegt, wird wahrscheinlich auch langfristig nicht gut mit diesem Geld umgehen. Ja, das passt. Das passt eigentlich sehr gut tatsächlich. Ich bin sehr. Eigentlich würde man ja denken, eigentlich denkt man genau andersrum normalerweise. Weißt du, so, wenn jemand mit wenig Geld aufwächst, wieso sollte er viel Geld ausgeben? Aber so ist es ja bei mir auch. Guck mal, wir haben manchmal in Mitte des Monats fast kein Geld mehr gehabt und mussten gucken, wie wir denn noch irgendwie was essen. So, das ist halt einfach so. Und und ich habe halt irgendwie, bin damit nie richtig umgegangen, denn tatsächlich. Ich hoffe, dass ich es jetzt kann. Ich hoffe, dass ich es jetzt lerne, weil das hat schon irgendwas in mir zerrissen, dass ich mich selbst in diese Situation begeben habe. Und das ist natürlich auch unangenehm vor der Mama. Es ist unangenehm vor dem Onkel, der immer dabei zuguckt und sich denkt, oh schön, ey, krass, dass jemand aus der Familie das geschafft hat, und dann kacke ich so ab. Mama muss ich schreiben, ey, ich weiß jetzt nicht, wie es in der nächsten Zeit wird. So, weißt du, was ich meine? So eine Sachen, das ist super unangenehm so. Das ist halt, und da bereut man dann halt auch vieles. So, und ich hoffe, dass das irgendwas in mir auslöst und ich nicht nochmal rückfällig werde, weil wenn das noch, das ist, ja, keine Ahnung. Ich kann euch das erst zeigen, wenn es mir wieder gut geht oder wenn ich, weiß ich, also eigentlich nicht, theoretisch, wenn ich süchtig wäre, würde ich jetzt das Geld von PayPal runternehmen und was kaufen, aber ich habe diesen Drang gar nicht, so, weil ich habe jetzt dieses Bewusstsein, ich muss jetzt meine Schulden abbezahlen, damit ich wieder clean bin, so, weil Finanzamt Schulden willst du nicht haben, weißt du, was ich meine? So. Also eigentlich, soweit denke ich schon ganz klar und habe da auch nicht diesen Gedanken, ich muss jetzt unbedingt irgendwas kaufen. Ich habe diesen Gedanken null, was viele außer Acht lassen ist, wenn man groß war, man hat halt eine Ausstrahlung. Wenn es bei einem läuft, hat man eine andere Ausstrahlung, als wenn es bei einem nicht läuft. Der Content, du kannst den gleichen Content machen. Wenn du den Content machst und 10.000 Zuschauer hast, dann hat das eine andere Ausstrahlung, als wenn du den Content machst und 500 Zuschauer hast. Erstmal von dir als Person. Je nachdem, was für einen Zuschauerschnitt du gewöhnt bist. Wenn du 10.000 Zuschauer gewöhnt bist und du 500 hast, hast du eine Ausstrahlung, die keiner erträgt, die keiner sehen will, weil du so eine bemitleidenswerte Ausstrahlung hast, weil die meisten Streamer sind zuschauerfokussiert, braucht mir keiner erzählen, dass sie nicht darauf achten und dass sie das nicht beeinflusst, wenn die Zahl irgendwie schwankt. Es ist einfach so. Und wenn du selbst mit dir im Unrein bist, dann strahlst du das auch unbewusst nach außen aus und die Leute merken das an deiner Ausstrahlung. So, da ist das. Das ist wirklich so. Das hört sich jetzt an, als wenn ich Scheiße habe, aber glaubt mir, das ist so. Umgehen. Ich kenne jetzt nicht genau den Hintergrund von Tanzverbot, aber aus seinem Video habe ich rausgehört, dass er ja sogar Geld angelegt hat. Nur eben, dass er kein Glück darin hatte und das ganze Geld verloren gegangen ist. Krypto-Coins, wo ich sehr viel Minus gemacht habe. Ja, ich habe in Shitcoins ganz viel Geld investiert, weil ich mich belabern lassen habe von anderen Leuten, die Geld mit Shitcoins gemacht haben. Jeder Coin, der... Ich habe mich nicht mal damit auseinandergesetzt. Ey, ich habe bestimmt 1.000, 2.000 Euro verloren, weil das irgendwelche Krypto-Scams waren. Irgendwelche Shitcoins, die angelegt wurden, wo die das ganze Portfolio rausgenommen haben, um der Coin ist dann flöten gegangen. Nee, also die investieren dann selbst irgendwie, die haben in ihrem Portfolio dann selbst 80% des Coins, dann kommen da 1.000 Leute rein, investieren da und dann verkaufen die alles raus, so, weißt du, und dann oder wie auch immer das funktioniert. Ich bin, ist auch egal. Dabei ist es auch so naheliegend, er hätte ja einfach nur auf UpRed hören müssen. 1.800 Euro Profit. Leute, ihr habt gesehen, wie ich und die ganzen Leute rasiert haben, die erst vor kurzem das gestartet haben. Geht einfach in die Gruppe rein. Ein Beispiel für schlechten Umgang mit Geld sind Menschen, die im Lotto gewonnen haben, also unverhofft an das Geld gekommen sind und dadurch über Nacht Millionäre geworden sind, aber mit dem Geld nicht umgehen konnten, weil sie nicht aufgeklärt wurden, weil sie auch noch nie so viel Geld besessen haben und daraufhin pleite geworden sind und wieder in ihrer Ausgangssituation gelandet sind. Mir geht es aber per se nicht um das Phänomen der YouTube-Pleite, sondern das Schuldenthema allgemein in Deutschland, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe einige Personen in meinem Umfeld, die Schulden haben wegen den banalsten Dingen. Und bei den Jugendlichen sieht es nicht anders. Und ich finde immer, dann gibt es so viele Leute, die dann immer so von oben herab auf die Menschen mit Schulden reden. Ey, wie kann man so ein Idiot sein? Ey, wenn ich Geld gewinnen würde, ich würde alles so sind. Ja, es gibt bestimmt einige Leute, die da schlau denken, aber wenn du auf einmal Geld hast,
Du bist am Anfang, guck mal, bei mir war das doch auch so dieser Werdegang. Ich bin in dieses KDW reingekommen, ich bin mit Gelächter rausgegangen und dachte mir so, hey, Digga, was für Idioten, Alter. Alter, eine Hose 1500 Euro, eine Jacke 3000 Euro, T-Shirts für 400 Euro, was für Idioten. Anderthalb Jahre später, Digga, ich laufe da durch, boah, geil, 250 Euro, nehme ich mit hier, pack mir ein. So, weißt du, du kommst halt, mit Geld lebst du dich so schnell in diese Situation rein, wenn du da unterwegs bist mit diesen Leuten. So, ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich das erste Mal an dieses KDW gekommen bin und mir dachte, was ist das für ein Schuppen? Wollt ihr mich verarschen? Wer kauft diese Scheiße? Und jetzt denke ich mir wieder, wieso habe ich diese Scheiße gekauft? Digga, die Hälfte davon ziehe ich nicht mal an, weil es einfach unangenehm ist. Erst recht jetzt. Jetzt traue ich mich nicht mal, meine Markensachen zu tragen, weil das halt einfach überpeinlich kommt. Das ist jetzt genauso, wie man Fake-Gucci-Cap trägt. So, die Leute wissen, dass ich pleite bin. Jetzt will ich die Sachen gar nicht mehr anziehen. Also von vielen von dem Zeug stehe ich gar nicht hinter. Diese scheiß Jacke für fast 3000 Euro, die hört hier auf, so dass wenn draußen minus 1 Grad sind, das alles direkt auf meine Blase geht, Alter. Das ist also wirklich so eine schreckliche Jacke. Aus, denn jeder Fünfte ist verschuldet. Die Hintergründe sind dafür unterschiedlich. Viele haben einfach keine Vorstellung davon, wie teuer beispielsweise Unterhalt ist. Sie überschätzen den Wert des Geldes und haben keine Ahnung davon, wie viel eine Wohnung kostet, wie viel ein Auto kostet und finden sich schnell in der Schuldenfalle wieder. Es gibt auch Suchterkrankungen, wie eben auch die Kaufsucht, die Tanzverbot angesprochen hat. Man hat auch teilweise keine Übersicht über seine Ausgaben, wo man sich denkt, naja, okay, kaufe ich hier eine Sache, hier eine Sache, hier eine Sache und zack, hast du eigentlich mehr Geld ausgegeben, als du wolltest. Vor allem vielleicht beim Online-Shopping. Einige von euch werden das wahrscheinlich auch kennen. Beispielsweise bei Klarna oder bei PayPal gibt es diese nette Funktion, dass man 30 Tage später zahlen kann. Das ist schon dreist, Alter. Dieses Konzept Klarna ist schon eine ganz böse Sache, wenn man da mal genau drüber nachdenkt. Und vor einiger Zeit gab es den Trend, mit Klarna Schulden zu flexen. Also wer hat die Alter, Junge. Meisten Klarna Schulden? Oh, Junge! Was zum Teufel? Hat man dann auf TikTok einen Screenshot von seinen Schulden gepostet und damit sozusagen geflext. Natürlich fragt man sich jetzt als Außenstehender, der keine Schulden hat und nicht in so einer Situation ist, warum können die Leute es nicht lassen, sich Klamotten zu kaufen? Warum bringen sie es so weit, dass sie sich bis in die Tausende verschulden? Ich glaube, es liegt tatsächlich oftmals an Fast Fashion, also eins der Gründe dafür. Und auch viele nicht wissen, wie sie vernünftig mit Geld umgehen sollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis in meine 20er hatte ich meine Finanzen nicht wirklich im Griff. Was, das liegt nicht an Klarna, das liegt am Anwender. Wenn jemand einem die Möglichkeit bietet dafür, sowas zu machen, dann wird es halt genutzt auch so, weißt du? Und wenn so eine Plattform da ist, ist es schon gefährlich, weil Leute halt gerade im jungen Alter andere Leute sehen gerade diese ganzen Ideal-Instagram-Bilder und diese ganze Scheiße. Oh, guck mal, ich habe hier Chanel, Gucci, das, krass, krass. Und dann verschulden sich Leute halt einfach dafür, damit sie in der Gesellschaft halt auch auf diesem Level unterwegs sind. So, und da sehe ich auf jeden Fall auch eine Mitschuld in Klarna, natürlich. Ich habe zwar relativ früh... Gerade wenn gesellschaftlich bekannt ist, dass sowas oft von jungen Leuten übermannt genutzt wird. Angefangen zu arbeiten und Geld zu verdienen, nämlich mit... PayPal ist auch so krank gefährlich, Alter. Junge, damals musste ich noch 15 Minuten zur Tankstelle laufen, um mir eine Paysafe-Card zu holen. Heute machst du einen Klick, 100 Euro weg. Klick, klick, schneller Login. Du musst dich nicht mehr einloggen. Bup, bup, gekauft, bup, gekauft. Bup, bup. Automatisch abbuchen. 10 Euro, 10 Euro, 5 Euro, 5 Euro, 5 Euro, 20, 20. Digga. 14 Jahren, aber gelernt, wie man mit Geld umgeht, habe ich nicht. Und das hat mich auf dem kurzen oder langen Weg in die Privatinsolvenz geführt. Es schießen teilweise so viele neue Marken aus dem Boden, die alle irgendwie dasselbe verkaufen, nur mit einem anderen Muster und die dir dann irgendwelche Rabatte hinterherwerfen. Und denkst dir so, oh ja, das ist süß und guck mal bei diesem Haul, oh Mensch, das ist aber niedlich. Und viele Personen legen einfach nicht mehr so viel Wert auf Qualität, sondern auf Quantität. Mit Qualität meine ich jetzt nicht irgendwie ein Louis Vuitton, T-Shirt oder Balenciaga. Ich meine, Alter, ja, die sind halt wirklich echt. Das sind echte Schuhe, die wirklich verkauft wurden. Junge. Balenciaga ist ein super Beispiel dafür, dass Leute bereitwillig super viel Geld ausgeben für kaputte Sachen. Was ist mit euch? Aber die meisten achten mittlerweile mehr auf Quantität. So kaufen sich viele für 100 Euro nicht zwei Oberteile, sondern teilweise 20, weil diese für 5 Euro verscherbelt werden. Klar halten diese vielleicht nicht so lange, aber ich habe dafür super viele verschiedene Style-Möglichkeiten. Und das geht dann Woche für Woche, Monat für Monat und das Ganze wird zu einem
Teufelskreis. Und auf TikTok und Co. findet man auch super viele Reviews zu Klamotten. Und wenn man dann auch noch einen Rabatt... Alter Temu, hör mir auf, Mann. ...Code dazu findet, denkt man sich, naja gut, kaufe ich mir doch mal was. Und mittlerweile zieht TikTok auch nach, denn ich habe von mehreren Unternehmen gelesen, die auf TikTok Livestreams machen und da parallel Bestellungen eintrudeln, die dann live abgewickelt werden. Und so spornt das die Leute auch mehr dazu an, etwas zu kaufen. Alter, TikTok ist echt voll damit, das ist krass. Kaufen. Klar ist das rentabel für die Unternehmen, aber das Ganze muss man auch kritischer beobachten, denn mittlerweile wird man von allen Seiten zugeballert mit irgendwelchen neuen Sachen, die man ja unbedingt braucht. Das Ganze endet nicht bei Klamotten, sondern erstreckt sich auch auf die teure Wohnung, das Auto oder Kreditkartenschulden, bis man den Überblick verliert und nicht mehr weiter weiß. Als jemand, der selber Schulden hatte, erzähle ich euch jetzt mal, was das für euch bedeuten kann, denn ich denke, das wird sehr oft unterschätzt. Ich habe mich verschuldet und musste eine Privatinsolvenz anmelden. So, jetzt stellt sich aber mir die Frage, wenn es doch so viele Leute gibt in Deutschland, die verschuldet sind und die das nachvollziehen können, warum ist denn das Verständnis gegenüber YouTubern so gering? Auch dazu habe ich natürlich eine Antwort, weil ihr nichts Gönner seid. Ohne viel Wallahi. Nein, alles gut. Aber wenn ich jetzt irgendwann pleite bin, dann schreibt ihr schon drunter, wir glauben an dich, Sascha, oder? Oder? Das Problem bei vielen YouTubern ist nicht bei allen, ne? Es ist nicht bei allen so. Und es gibt auch YouTuber, denen man es gönnt, sage ich mal, die einfach ein so extravagantes Leben leben und mit Dingen prahlen, die sich kein Normalverdiener in der Welt leisten kann. Was verdienst du denn im Monat? 1500 Euro! Die dich! Und da... Oh Mann, ey, das tut mir sehr weh, dieses Video zu sehen, weil ich Ron mag. Das tut mir echt weh, dieser Ausrutscher, Alter. Oh... Kommt ja dazu, dass eben der Beruf Influencer sowieso nicht angesehen wird. Und auch wenn es nicht alle sind, gibt es doch viele YouTuber, die eben ein gewisses Leben vorleben. Beispielsweise diese teure Einrichtung und hey, guck mal, was ich zum Geburtstag bekommen habe. So. Meine Geburtstagsgeschenke. Junge, in den Kreisen will ich aber auch sein, Alter. Was ist denn das? Junge. Viel Luxus, yeah! Wenn diese Leute pleite gehen, dann hat man eben kein Verständnis dafür, weil man sich denkt, du hast so viel Geld gezeigt, du hast deine ganzen Luxusgütern gezeigt. Warum soll man dann Mitleid haben mit einer Person, die alles hatte? Und die Sache ist, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, in einer besseren Ausgangslage sind. Zwar gibt es eben viele, die sich nicht davon erholen, aber sie haben andere Möglichkeiten, um Geld einzuspielen. Beispielsweise KS-Freak. Bist du schon mal eingeschlafen und dann aufgewacht mit Hype? Der in mehrere Trash-TV-Formate gegangen ist. Ich will es natürlich nicht unterstellen, dass es ihm nur ums Geld ging. Vielleicht ging es ihm auch um die Präsenz und so. Aber auch beim Dschungelcamp unterstellt... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man sich da am Ende mehr kaputt macht mit der Situation. Wenn man jetzt in so ein Trash-TV reingeht. Also natürlich Aufmerksamkeit, du sprichst damit nochmal ganz andere Menschen an, das ist schon wahr. Aber du hast dann halt wirklich diesen Ruf, Alter. Das ist, glaube ich, nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Hält man eben vielen Leuten, hey, die sind da jetzt nur, weil die Geld brauchen. Oder ihr macht es wie ApoRed, der nie zugegeben hat, dass er pleite ist. Wir wissen es natürlich nicht. Aber er hat dann mit einer anderen Person seiner Zuschauerschaft Krypto-Tipps vermittelt und hat wahrscheinlich dafür eine Gegenleistung bekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit bei diesen Personen im öffentlichen Leben... Hat er nicht gesagt 100.000? ...eben auf die Beine zu kommen, ist wesentlich höher als bei Menschen, die eben normal verdienen, die nicht prominent sind, die nicht im Fernsehen zu finden sind. Und all diese Punkte, also dass man ein extravagantes Leben führt und das nach außen auslebt, dann die wenig angesehene Akzeptanz von Influencern in der Berufswelt und bei der Menschheit und dass man eine bessere Ausgangslage hat, wieder auf die Beine zu kommen, all das führt eben dazu, dass Außenstehende wenig Mitleid haben mit Personen des öffentlichen Lebens, mit YouTubern, mit Influencern. Aber ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ich glaube, dass es den Leuten, die das veröffentlichen, nicht darum geht zu sagen, ich möchte Mitleid, bitte sag mir, dass ich es wieder schaffe. Ich glaube, dass es auch gut ist, dass man sowas öffentlich erzählt, weil das mehr Realität schafft. Jetzt, wo ich kein... Also nicht nur Realität, sondern auch einfach, weil das in mir ist, so weißt du. Und ich bin halt sehr viel online unterwegs. So, und wenn jetzt noch drei Leute Videos darüber machen, wie sie pleite sind und ich dann darauf so reagiere, so, ja. Deswegen, für mich ging es auch einfach um die Transparenz erstmal, ja, wichtig, weil ich bin ein ehrlicher Mensch, so, ich habe immer alles kommuniziert mit euch und ja, es schlummert halt in mir, so, und das setzt mich unter Druck und wenn ich das aussprechen kann, dann befreit mich das. Und jetzt kann ich offen darüber reden und ich finde das schön und die Leute sollen es auch wissen, doch, weil ich habe ja Scheiße gebaut, warum soll ich hier noch weiter so tun, als ob ich der krasse...
kein Geld mehr habe, jetzt realisiere ich. Jetzt ist mir das wieder peinlich. Jetzt besinne ich mich wieder auf meine alten Gedanken und denke mir so, was ist das? Denn was man einfach oft sieht, sind gut verdienende YouTuber, die ihr Leben ausleben. Aber die wenigsten, ob YouTuber oder auch Nicht-YouTuber, sprechen gern über Schulden, sprechen gern darüber, was sie angestellt haben und sprechen gern über ihre eigenen Fehler. Deswegen finde ich das persönlich gut, dass man sowas öffentlich erzählt, auch wenn man sich einiges anhören muss. Aber wenn man öffentlich dazu stehen kann, dass es die eigene Schuld war und man es hätte besser machen müssen, dann finde ich es persönlich ein gutes Ding und vor allem ein Warnschuss für alle anderen. Diese Art von Videos spiegeln nicht nur YouTuber wieder, sondern eben viele in der Gesellschaft. Bei ihm ist es jetzt nicht gescheitert an den Steuerschulden, sondern an dem Konsum und an dem Leben, was er über seine Verhältnisse geführt hat. Und ich glaube, dass sich einige da wiederfinden. Denn ja, es ist cool, ein schönes Auto zu fahren, in einer schönen Wohnung zu leben. Es ist cool, schöne Klamotten zu tragen. Aber man muss auch wissen, wann der Punkt erreicht ist und wo man sich das Ganze nicht mehr leisten kann. Und ich glaube schon, dass das Problem von vielen ist, dass sie nicht gelernt haben. Kauf dir Sachen nicht für andere. Geh tief in dich hinein. Und du wirst merken, dass viele Dinge, die absolut teuer sind, du dir nicht deswegen kaufst, weil du sie selbst für dich brauchst, sondern die zumindest 50% den Hintergrund haben, dass andere sie sehen. Und gerade bei teuren Klamotten ist es halt oft so. So gerade Leute, die halt so offensichtliche, die besten Beispiele, die ich bis heute hasse, ist halt einfach nur ein schwarzes Shirt, normal schwarzes Shirt mit Balenciaga drauf. Es hat nichts, es hat keine Besonderheit an sich. So. Und du kannst mir nicht erzählen, dass Leute, die mit so einem Shirt rumlaufen, dieses Shirt für sich kaufen. Nein, tun sie nicht. Mal. So, ich habe mir meine Markensachen habe ich mir zum mindestens 50% deswegen gekauft, weil ich auch wollte, dass Leute, auch wenn ich gerne unauffällig teure Sachen getragen habe, ich trotzdem wollte, dass die Leute, die sich damit auskennen, dann sehen, boah, krass, guck mal, der trägt das. So, auch wenn ich jetzt nie so die, also natürlich diese Burberry-Tasche, das ist was Auffälliges und die Dior-Jacke, wenn man genau hinguckt, dann weiß man auch, was das ist, weil die sehr bekannt ist, die Jacke. Aber ansonsten, aber trotzdem ging es mir immer darum, dass andere Leute das sehen. Es ist genauso, wie wenn ich mir ein neues Handy kaufe. Na gut, Handy ist heute nicht mehr so, weil das jetzt nicht mehr so der Maßstab ist. Es hört sich jetzt abgehoben an, das ist, aber das war damals zum Beispiel so. So, weißt du, wenn das neue Handy rausgekommen ist, ich wollte das haben und Leute sollen sehen, dass ich es habe. So, das ist halt auch, also natürlich ein Handy nutze ich auch privat viel, also privat viel und geschäftlich viel. Das brauche ich einfach, das nutze ich viel. Aber trotzdem hat man auch immer diesen kleinen Hintergedanken so, ich will, dass Leute das sehen und das wahrnehmen, dass ich das habe. Wow. Und bei Markensachen war das bei mir zu mindestens 50% so. Natürlich sind da auch Sachen bei, so Style, das sieht cool aus. Aber da war immer dieser Gedanke bei, boah, krass. Die Leute sehen das. Vernünftig mit Geld umzugehen und egal, ob man dann viel oder wenig Geld hat, man immer in derselben Ausgangssituation landet. Die Sache ist nur, was man daraus macht. Was macht ihr? Was machen die YouTuber? Reflektieren die sich? Sagen die, ja, ist das meine Schuld? Oder sagen die, wer war das? Entweder man lernt raus oder man gibt seinen Zuschauern einfach Krypto-Tipps. Aber was ist eure Meinung dazu? Habt ihr eure Klarna-Schulden gecheckt? Wenn nicht, dann macht es sofort, direkt nachdem ihr mir einen Daumen nach oben gegeben habt und ein Abo dagelassen habt. Auch meine Mitarbeiter und ich müssen von irgendwas leben. Mua! Meine Mitarbeiter und ich? Okay, sie ist gut mit mir umgegangen. Ich abonniere sie. Ich like auch das Video, weil ich dachte, dass sie mir jetzt übelst runterzieht und sagt, ey, wie kann man so ein Idiot sein? Aber das Video war in Ordnung.